Wir haben uns, glaube ich, vor 3-4 Jahren zum ersten Mal kennengelernt. Ah, ja, über diese Party beim Fluss. Ja. Ja, stimmt. Aber wir sind ziemlich schnell in intensive Gespräche gekommen. Ja, das war lustig. Also Ray und ich kennen uns eigentlich seit ein Jahr intensiver. Ja. Und es gibt so Leute, die triffst du und du hast das Gefühl, man kennt sich schon sein ganzes Leben lang. Es ist ein bisschen strange, da lief einfach alles zu gut zwischen uns. Wir dachten, wir müssen einen Song schreiben mit ein bisschen Dreck und Scheiß drin, weil es ist sonst zu cheesy. Ist aber schwer, auch ein Lied zusammen als zwei Männer zu machen, welche Themen nimmst du halt eigentlich? Ja. Und Best Bad Friend ist wirklich so ein super Beispiel vom eigentlich schon die engste Freundin, ne? Also nicht immer für dich, nicht immer gut für dich, aber bisschen toxisch, also leicht toxisch, aber eher so Rettungsnetz irgendwie so. Genau. So, ja. Ja, Best Bad Friend ist mehr so ein Duell als ein Duett, ne? Also ja, wir, super, ja, gut beschrieben. Ja, es ist also wir dissen uns, so wie die Rapper sich mit ihren eigenen Songs einander dissen. Wir dissen uns in einen gemeinsamen Song. So machen wir das hier und aber ich glaube, wir haben auch so sehr ernste Themen, die uns auch gut verbinden. Und es ist gut, dann auch darüber zu lachen. Halt genau, so. Genau. Weil ich glaube halt, echte Freunde können sich gegenseitig dissen halt irgendwie so. Und man spürt es auf jeden Fall bei Best Bad Friend. Ja, Ray und ich sind so etwas wie die Irish Jerks. Einer meiner Freunde, wenn er anruft, dann sagt er, how you doing, you piece of shit? Es ist ein bisschen irisch, aber auch muss man sagen, ich habe einmal einen Preis verliehen an Bob Geldof und der kommt mir entgegen und sagt, was macht ein Arschloch so wie dir hier? Ich wollte ein Arschloch so wie dir einen Preis zu geben. Ah, okay. Es ist halt so, nur können die Iren miteinander so sprechen. Halt. Es ist ein Kompliment zugleich. Ein Best Bad Friend ist die Person in deinem Kontaktverzeichnis, den du anrufst, wenn du wirklich in Trouble bist. Aber auch jemand, mit dem du Trouble machen kannst. Ja? Mhm. Und Ray ist so jemand. Mhm. Ohne Shit, ich habe so oft in meinem Leben Anrufe von Leuten zu bekommen. Kann ich zu dir kommen? Es ist, like, es ist 4 Uhr morgens. Ja, ich erkläre dir, wenn ich da bin. Und dann als Student kann ich mich um eine meiner besten Freunde sagt halt, ey, ich komme gleich vorbei. Und ich sage, es ist 4 Uhr morgens. Ja, ich komme gleich vorbei. Und dann um 7.30 Uhr steht er da mit einem Bügeleisen und fängt irgendwie so mein Hemd, die er von mir genommen hat, ich hatte nur eine, hat er angefangen zu bügeln. Ich so, was machst du? Warum bügelst du mein Hemd? Ich bin um 8:30 vor dem Richter. Ich war so, okay, bügel weiter. Es war lustig. Wir haben uns bei der Yellow Jacket Session getroffen. Du hast mich mehrmals eingeladen und hatte ich endlich einen Termin, wo ich auch konnte. Ja. Und bevor wir Wodka getrunken haben, haben wir uns schon sehr gut verstanden. Ich finde, das Beste, das ist so ein Online-Show, die ich gemacht habe durch die Corona-Zeit mit Josephine. Und wir hatten immer Freunde eingeladen. Und es war witzig, weil Michael Patrick kannte ich nicht so gut. Und in der Show haben wir uns echt wirklich gut kennengelernt. Das war witzig. Wir haben so schnell einen Austausch gehabt. Und wie du selber sagst, wir hatten schnell eine Ebene miteinander, wo wir leicht austauschen können, wussten, dass wir ähnlich über Dinge denken halt, irgendwie so gewisse Dinge. Und ich glaube, dass heutzutage auch Freundschaften mussten nicht so mit den tiefsten Wurzeln sein. Man kann einfach einen Moment bauen und das genießen und auf die Zukunft sich freuen, ohne zu sagen halt, irgendwie so, wir waren in der Schule zusammen. Halt, genau. Ja, es ist lustig. Ich finde, es ist witzig, weil im Endeffekt, glaube ich, haben wir beiden extrem viel zu tun. Ja. Und schön war es, die Zeit zu nehmen, das zu erleben, weil sehr oft, wenn du als Musiker, du hast immer, also du gibst einen Plan und du verfolgst diesen Plan und du machst und du machst und machst. Und dann irgendwie kommst du in dieses Labyrinth von keine Zeit. Du bist immer am Machen halt. Und ich habe, glaube ich, in den letzten 2 Jahren gelernt, sozusagen, nein, ich will das machen. Weil ich glaube, das würde mir Spaß machen. Ich glaube, der Zeit wäre mir wichtig auch. Und das war unsere gemeinsame Arbeit, wo ich für mich persönlich gesagt habe, ich will das, weil ich mag Zeit mit Michael Patrick zu verbringen. Und musikalisch passen wir super zueinander. Das haben wir in den Yellow Jacket Sessions gesehen. Und let's do it. Und es ist schön aufzustehen morgens und denken halt, fuck ja, ich hab Bock drauf, let's do it. Wir haben einfach eine Ausrede gesucht, mehr Zeit miteinander zu verbringen. Und weil wir beide busy Schedules haben, gesagt, komm, lass uns eine Nummer machen. Und easy, dann müssen peasy. Wir ins Studio Videos machen, Promo. Ja, Videos ist wirklich unser fucking Lieblingspastime, ganz ehrlich. Oh, ey, die arme Regisseur, was er geblutet hat hier.
Stichwort geblutet hat. Don't fucking say it. Oh, shit. Ey, Freundschaft ist wirklich an die Grenze gegangen heute. Also wir haben uns schnell kennengelernt und es war kurz davor auch schnell zu Ende zu endet. Gehen. Ja, mhm. Ja. Der Regisseur hat gesagt halt, ey, tausch ein paar die Fäuste auf. Und wir haben gesagt, ja, machen wir. Und dann, buff. Ich dachte, ach, ein Kick wäre auch geil. Und dann habe ich Ray mal kurz ins Gesicht gekickt. Und du bist, ich weiß nicht warum, als mein Fuß kam, bist du in meinen Fuß reingegangen, Ray. Und jetzt hast du einen kleinen blauen Fleck da. Also ja. Du musst ein bisschen gucken, wo du deinen Kopf so hin, you know what I'm saying? Aber mich hat beeindruckt, dass als mein Fuß da ankam und es auch geknallt hat, du warst so total so, is that all you got? Ich glaube, es war eher so, oh Mann, das sind sehr viele Leute hinter die Kamera. Be brave! Ray so, was war das, eine Mücke? Ich dachte, ich wäre ein extremer Typ, weil ich einmal verhaftet wurde. Aber Ray wurde schon eins, zwei, wie oft, Ray? Das ist egal. Also das ist nicht wichtig. Nee, aber da war in der Zeit als Student, wo wir wirklich gerne, ich meine, ich komme aus einer Familie, mein Vater war Polizist. Ich hatte keine Angst vor der Polizei. Okay. Ich bin mit Polizeiuniform die ganze Zeit aufgewachsen. Und Respekt hatte ich schon, aber keine Angst. Und Irland kann rough and ready sein. Also wir so abends, so ein Schlägerei ist nicht so außergewöhnlich. So, es ist nicht so untypisch. Es ist auch nicht gut, aber ich glaube halt, als Jung in Irland aufzuwachsen, war der eine Zeit, wo du vom Boy to Man. Und das ist Selbstverteidigung, das ist halt irgendwie so Härtetest. Ja, es ist Initiation. Es ist natürlich, es ist total macho Bullshit, gebe ich auch zu, aber es war auch so. Und deswegen halt, ich bin mehrmals verhaftet, aber am meisten für gute Dinge halt, wo ich... Gute Dinge? Ja, ja, ich habe tatsächlich, einmal habe ich ein Clown? Nein. Lügen? Da wurde ich nicht erwischt. Einmal habe ich bei dem... Da wurde ich nicht erwischt? Also hättest du eigentlich siebenmal... Nein, ich war, einmal habe ich den im Parlament, haben wir uns an die Schreibtischen gekettet, um die Rechten von schwulen Menschen halt in Irland. Und ich war beim ASTA, beim Students Union, sehr aktiv. Und wir haben viele Dinge gemacht. Wir haben Proteste, Demonstrationen. Ich habe es geliebt, als eine Einheit Dinge in Irland zu ändern. Irgendwie so. Und davor war ich, ich habe einmal einen Kondomautomat in unserer University aufgebaut und wurde auch davor verhaftet, weil es illegal zu der Zeit war. Es ist halt, weißt du, richtig hart, sitzt du in die Zelle und was hast du denn gemacht? Kondomautomat aufgebaut? What? Aber nicht schlecht. Aber mein Vater war aber immer, der hat immer Verständnis dafür. Ich bin ein einziges Mal habe ich wirklich von Dummheit würde ich erwischt. Und ich finde so, okay, ich habe Scheiß gebaut und habe dafür irgendwie so, ja, meine Rechnung zahlen muss. Aber der war immer okay. Also mein Vater war immer so als Polizist, der hat immer gesagt, ey, wenn du daran glaubst und du willst dafür kämpfen, das ist okay, also um Rechten und sowas. Cool. Das heißt, du wurdest verhaftet, weil du Aktivist warst, ne? Ja. Okay. Ja. Und ich wurde auch in New York verhaftet für den Frieden, ja? Also, ja. Aber einmal immerhin, weil er Dummheiten gebaut hat. Einmal. So this song is based on a true story. Ja. Yeah. Ich liebe dieses Lied. Weil ich finde halt so Best Bad Friend ist eine wichtige Person in deinem Leben, weil du würdest immer irgendwann Scheiße bauen. Ja. Und du brauchst ein Telefonnummer, die du anrufen kannst und sagen halt, ey, weißt du, was mir passiert ist? Und der Person darf nicht die Finger hochheben und sagen, ey, das geht nicht. Die müssen sagen, hey, komm zu mir. Ich stehe zu dir. Ja, ich war schon mal da. Ich habe es auch erlebt, weil wir bauen Scheiße. Und da mussten dazu stehen und es ist manchmal wie so eine dunkle Tunnel, die wir durchgehen mussten, aber irgendwann scheint wieder das Licht halt irgendwie so. Ich hatte die Idee, dass wir miteinander arbeiten sollten. Und dann habe ich Michael Patrick angerufen und habe gesagt, hey Michael, lass uns zusammenarbeiten. Wir verstehen uns so gut, lass uns zusammenarbeiten. Und dann hast du mich gesagt, Ray, ich weiß, wir wollten gemeinsam sowas schreiben, aber ich habe tatsächlich was angefangen, willst du es hören? Ja. Und dann bin ich ins Studio gegangen und verspiegelt unsere Beziehung. Ja. Es war so. Es war sofort klar und dann haben wir den Text noch zusammen noch mal so fein geschliffen und neue Ideen reingebracht. Und ja, ich muss sagen, als ich Ray dann am Mikro, ich habe Ray noch nie live performen sehen. Und dann, als er anfing im Studio ans Mikro da so
zu spitten, dass, dann dachte ich so, okay, ich will meine Takes nochmal neu machen. Ich kann's besser. Das war so ein bisschen so eine olympische Athletenkonkurrenz in a good way. Und ja, das macht Spaß. Ja, also, ja, du hast mich eigentlich vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren angerufen und gesagt, hey, ich habe Bock, dass wir zwei einfach was machen. Ja. Und auf Deutsch sagt man, gut Ding will Weile haben. Die müssen auch stattfinden in der richtigen Zeit. Die brauchen nicht jetzt irgendwie so, also ich bin sehr oft in irgendwelche Beziehungen eingeladen, wo das heißt halt, wir haben uns das vorgestellt. Und sehr selten ist es was Gutes, weil zu viel Gedanken dazu gebracht wird. Zu kalkulativ. Ja, kalkulativ. Und bei uns, glaube ich, war das eher so, wir haben uns gut verstanden und dann heißt es, komm, let's do what we do. Lass uns einfach Musik machen. Ja. Ich habe gesehen, wie er Hurt bei The Voice gesungen hat und dazu, boah, der hat eine Stimme, das ist wirklich Weltklasse. Und du hast ja auch, ähnlich wie ich, früher eine Band gehabt, die hatte wirklich massig Erfolg. Dann hast du dich als Solo-Artist auch unglaublich entwickelt. Und bei mir ist es ein bisschen ähnlich gewesen, ne? Auch mit der Family Band und dann als Solo-Artist. Also ich hatte ein bisschen Respekt, einfach so, okay, keine Ahnung, wie der tickt, aber als Künstler, als Artist, als Songwriter, das ist eine schöne Begegnung, weil man merkt, okay, es ist wirklich jemand, der eine Leidenschaft für Musik hat und nicht nur, ja, I don't know, Musik macht, sondern mit Leidenschaft. Und das ist schön. Ich glaube, es ist auch schön, dass wir uns kennengelernt haben jetzt, weil ich glaube, wir haben die Ruhe in uns. Yeah. Ich glaube, das war auch die perfekte Zeit. Ich glaube, früher wäre wahrscheinlich nicht richtig, weil wir beide auf die Suche waren. Es klingt so blöd, wer bin ich halt? Aber du bist so beschäftigt, wie andere Leute dich sehen manchmal. Ja. Es ist schwer, wirklich so deinen eigenen Weg zu finden. Und ich habe das Gefühl, auch wenn wir jetzt gemeinsam diesen Weg teilen, sind wir tatsächlich auf unserem eigenen Weg. Ja, und damit kommt auch eine Stärke, die wir beide ineinander sehen und respektieren. Was Ray sagt. Ditto. It's a wrap. Yeah. Nice, Mom.